Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du bei einer Polynomfunktion dritten Grades die Nullstellen ganz einfach ermittelst. Und zum Schluss, es gibt sogar noch eine kleine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Die Nullstellen berechnen. Statt Schnittpunkte mit der x-Achse kann ich übrigens auch Nullstellen berechnen sagen. Ist halt nur ein anderer Begriff dafür. Aber hier mache ich ganz einfach Folgendes. Ich setze y gleich 0. Ich setze meine Gleichung gleich 0. Weil f von x ist nur eine andere Schreibweise für y. Ich hätte auch hier y ist gleich bla 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 stehen haben können. Also den Schnittpunkt mit den x-Achsen rechne ich, indem ich y 0 setze. Weil jetzt ist hier ist die y-Achse und das sind die y-Werte. Und ich suche ja hier nicht den Punkt, die Stelle suche ich nicht, zum Beispiel bei minus 4. Nein, ich suche den, wo y 0 ist. Und darum ist y gleich 0. Aber weil ich hier eine Funktion dritten Grades habe und eine normale Zahl dabei ist, ne? Hier ist x hoch 3 minus 4x hoch 2 plus x, hätte ich nur den Teil hier, dann könnte ich x ausklammern und dann über Mitternachtsformel die Nullstellen berechnen. Das erkläre ich in meinem anderen Video, wo ich Funktionen dritten Grades, die auch die Nullstellen berechne. Schau einfach mal auf dem Kanal vorbei. Hier habe ich aber kein x zum Ausklammern, weil ich nochmal plus 6 hinten dran habe. Ich kann hier tun, was ich möchte. Ich kriege hier nichts ausgeklammert. Ich muss mit dem arbeiten, was ich habe, wegen der plus 6 hier hinten. Und wenn das gegeben ist, gibt es jetzt zwei Optionen. Entweder dein Lehrer hat dir schon deine Nullstelle angegeben oder er hat gesagt, du darfst sie raten bzw. ablesen oder mit dem Taschenrechner ermitteln. Hier habe ich jetzt schon eine Nullstelle, die weiß ich. Und zwar ist die bei minus 1. Also da, den Schlingel. Den hat dir der Lehrer jetzt gegeben oder du hast den halt herausfinden dürfen. Und nun muss man das Ganze über die Polynomdivision machen. Das bedeutet, du nimmst den kompletten Term deiner Funktionsgleichung, wo du deine Nullstellen berechnen möchtest, setzt du in Klammern und machst ihn geteilt durch, darum hier die zwei Doppelpunkte, ne? Und dann Klammer auf x plus 1, Klammer zu. Woher habe ich jetzt dieses x plus 1? Naja, das repräsentiert eben meine erste Nullstelle, die ich geraten, abgelesen, im Taschenrechner ermittelt oder eben von meinem Lehrer gegeben habe. Und wenn ich jetzt minus 1 hier einsetzen würde für x, dann würde hier stehen, minus 1 plus 1 ist 0. Und darum ist es sozusagen eine Nullstelle. Also merken, wenn du bei einer Funktion dritten Grades die Nullstellen berechnen möchtest und du kannst x nicht ausklammern, weil hier eine normale Zahl ohne eine Variable, also ohne dein x da ist, dann brauche ich wie gesagt eine Nullstelle und dann muss ich diesen Wert, das Gegenteil davon, also das ist gerade minus 1 und darum x plus 1. Hätte ich hier nur 1 gehabt, dann würde ich hier schreiben x minus 1. Und nun wendest du eben die Polynomdivision an. Da gibt es immer denselben Schritt. Und zwar sage ich immer liebevoll, ich möchte das hier zu 0 bekommen. Was meine ich damit? Naja, schau mal her. Ich schreibe immer im ersten Moment, schreibe ich x hoch 3, also den Wert ganz vorne, egal was hier steht, den schreibe ich unten drunter doof ab. Und minus, Klammer auf, schreibe ich auch einfach doof hin. Und nun mache ich Folgendes. Ich mache x hoch 3 geteilt durch die Zahl, die hier steht. Hier meine Variable, mein x. Weil ich schreibe das ja immer x und dann das Gegenteil von der Nullstelle, den x-Wert, den ich habe. Und da ist ja minus 1, darum hier plus 1. Und darum, das ist immer die Reihenfolge, die du auch verwenden sollst. Also darum x hoch 3 geteilt durch x. Und das, x hoch 3 geteilt durch x, das ist x hoch 2. Das hat mit dem Potenzgesetz was zu tun. Habe ich auch ein Video auf meinem Kanal. Einfach mal vorbeischauen, dann checkst du das auch endlich. Weil x hoch 3 geteilt durch x, dann nimmt man einfach die Potenzen miteinander minus. Also x hoch 3 geteilt durch x und dieses ist gedanklich hoch 1, das macht man aber nicht immer hin. Und von der x, die hoch 3, rechne ich minus, weil ich es geteilt durchrechne, die hoch 1 von dem x. Und 3 minus 1 ergibt 2, darum übrigens. Aber einfach merken, hier hast du 3 x geteilt durch 1 x, sind nur noch 2 x übrig. Ne? So wie weggenommen. 3 Äpfel, einen Apfel nehme ich weg, habe ich nur noch 2, darum x hoch 2. Egal, anderes Thema. Und dann im nächsten Schritt nehme ich meine x hoch 2 und rechne sie mal der Zahl, die hier steht, mit dem Vorzeichen. X hoch 2 mal 1. Dieses Ergebnis, was da rauskommt, wenn ich die miteinander mal nehme, das schreibe ich hier dahinter nach dieser x hoch 3. Also ein x hoch 2. Ich hätte auch x hoch 2 einfach hinschreiben können. Aber ich wollte es dir mal vormachen, dass du weißt, aha, das ist dann ein x hoch 2.
Und nun rechne ich das miteinander minus. X hoch 3 minus x hoch 3, das ist 0. Darum, das meine ich damit, jetzt ist schon das erste zu 0 geworden. Und dann rechne ich die minus 4x², also wenn hier oben irgendwie ein x² ist, rechne ich das jetzt mit dem hier zusammen. Also minus 4x hoch 2 minus 1x hoch 2. Ich habe minus 4 Euro. Ziehe nochmal 1 Euro ab, habe ich minus 5 Euro. Na, so kannst du die x², die Werte davor miteinander verrechnen. Und dann hole ich den nächsten Wert nach unten. Hier habe ich x², darum hole ich jetzt als nächstes den x-Wert runter, den x hoch 1. So, dann habe ich den runtergeholt und jetzt mache ich wieder dasselbe Spiel von vorne. Jetzt geht es wieder los. Ich möchte minus 5x hoch 2 wegbekommen. Was mache ich also? Ich schreibe ab minus, Klammer auf, minus 5x². Einfach doof abgeschrieben. Dann mache ich minus 5x² geteilt durch x, das ist nur noch minus 5x. Und dann mache ich meine minus 5x mal 1 und das Ergebnis schreibe ich hier hin. Und minus 5x mal 1 ist minus 5x, weil plus mal minus ergibt plus. Und nun rechne ich das wieder sauber zusammen. Minus 5x² minus minus 5x², also im Klartext minus 5x² plus 5x², weil minus und minus wird zu plus. Und das ergibt dann einfach 0. Und dann rechne ich x, also 1x, minus minus 5x, also wird aus dem minus 5x, weil minus und minus wird zu plus, also steht da 1x plus 5x ist 6x. Und dann geht wieder das nächste los. Ich hole die nächste Zahl nach unten. Aha, die plus 6 hole ich runter. Fertig. Und nun mache ich wieder dasselbe Spiel. Wie kriege ich die 6x weg? Ich mache das Ganze wieder. Minus, Klammer auf, die 6x abgeschrieben. 6x geteilt durch x ist nur noch 6. 6 mal 1 ist plus 6. Und dann rechne ich das. 6x minus 6x ist 0. Und 6 minus 6 ist auch 0. Und so habe ich die Polynomfunktion sauber durchgeführt. Wenn du eine klare Nullstelle genommen hast, die nicht gerundet, sondern wirklich das klare Ergebnis ist, dann wirst du auch immer hier unten auf 0, 0 kommen. Das muss so sein, ansonsten hast du einen Fehler gemacht. Und nun, mit Hilfe dessen, erste Nullstelle habe ich ja schon, kann ich nun aus dem hier die anderen beiden ermitteln, indem ich eben diese Funktion, die ich jetzt gerade hier sauber über die Polynomdivision bekommen habe, gleich 0 setze. Und nun, wie löse ich das Gleichungssystem hier oben? Das löse ich über die Mitternachtsformel. Oder mit anderen Worten, quadratische Gleichungslösungsformel. Das vor dem x², die Zahl ist a. Da hier nichts steht, ist das eine 1. Das vor dem x, das ist b. Also minus 5 ist dann b. Und alles andere, alle normalen Zahlen zusammengerechnet ohne Variable, also ohne x, ist dann c. Nun setze ich das sauber in meine Mitternachtsformel ein, rechne das aus. Achte bitte darauf, dass du auch die Minuszahlen in Klammern setzt, sonst machst du hier keine Fehler. Und dann rechne ich das Ganze einmal minus, Klammer auf, minus 5, Klammer zu, plus das alles in der Wurzel verrechnet, dann mit der Wurzel und dann geteilt durch 2 mal 1. Dann kriegst du den zweiten x-Wert raus, der ist gleich 3. Das ist dann meine zweite Nullstelle, weil die erste habe ich hier drüben schon ermittelt. Die ist dann bei 3 und 0. Schau her, da ist sie auch, der alte Bad Boy. Und dann rechne ich das Ganze nochmal minus. Also minus, Klammer auf, minus 5, Klammer zu, minus Wurzel, das drunter ausgerechnet, geteilt durch 2 mal 1. Und dann kriegst du einen dritten x-Wert raus und der ist bei 2. Und somit ist meine dritte Nullstelle bei 2 und 0. Also du merkst bei so einer Funktion dritten Grades, wenn wir hier kein x ausklammern können, weil eine normale Zahl ohne x dabei ist, dann müssen wir ganz normal eine Nullstelle schon irgendwo herbekommen. Den x-Wert brauchen wir davon, weil dafür müssen wir den gegenteiligen Wert hier unten an das x reinklatschen, dann meine normale Gleichung geteilt durch das Ganze machen, zu 0 kommen und das Gleichungssystem, was dann rauskam hier drüben, das dann eben mit Mitternachtsformel zum Beispiel jetzt seit hier ausrechnen und lösen. Und denk dran, der y-Wert bei einer Nullstelle, also beim Schnittpunkt mit der x-Achse, ist immer 0, weil das haben wir so definiert von Anfang an. Das ist immer so. Hier ist jetzt die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probier es doch mal selbstständig, halt das Video an und ermittle mir die Nullstellen. Kleiner Tipp: Die erste Nullstelle ist bei minus 2 und 0. Wenn du alles richtig gemacht hast mit deiner Polynomfunktion und mit meinem kleinen Tipp, dass die erste Nullstelle bei minus 2 und 0 ist, dann würdest du herausbekommen haben, dass die zweite Nullstelle bei 2 und die dritte Nullstelle bei 4 liegt.
Mehr Übungsaufgaben zum Üben unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich unfassbar riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.